Es ist eine Religionsfrage in Rostock. Welcher Broiler schmeckt besser? Der im Neptun in Warnemünde oder der im Globusmarkt vor den Toren der Stadt in Roggentin? Eine Fünfer-Jury entscheidet. Peter Kadiro, mein Name, deutscher Meister im Schwergewicht aus Hamburg. Und ich freue mich, hier mit entscheiden zu dürfen, welcher Broiler besser schmeckt. Christian Morales, Trainer der ganzen Bande und Experte, was Broiler in Rostock angeht. Hallo, ich bin Felix Langberg aus Rostock, ebenfalls Schwergewichtsprofiboxer. Ich habe schon diverse Broiler verkostet hier in Rostock. Hallo, Dela Kizikyol mein Name. Ich bin internationale deutsche Meisterin im Superleichtgewicht. Ja, ich habe Hunger. Ja, bin Viktor Jürg, bin Profiboxer im Schwergewicht und bin gespannt, was für einen Broiler ich gleich auf den Teller bekomme. Ey, zustimmen, ich wusste nicht, was ich sagen soll, Digga. Alle Worte waren weg. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich habe mit allem gerechnet, aber welchen Broiler ich auf die Teller bekomme. Jeder bekommt zwei Broiler: einer aus dem Neptun, einer aus dem Globus. Also ich möchte jetzt einen Broiler essen auf jeden Fall und nicht so lange rumliegen. Aber optisch gefällt mir der links hier ein bisschen besser. Das sieht ein bisschen mickrig aus, hier rechts das Hähnchen. Endlich geht es los. Schwergewichtsboxer haben immer besonderen Hunger. Grundsätzlich gilt aber... Ich muss sagen, beide wirklich gut. Knusprige Pelle, zartes Fleisch, nicht zu trocken. Das alles sind Entscheidungskriterien. Mit Messer und Gabel oder doch mit der Hand? Die alten Broilerfragen ploppen zudem wieder auf. Schließlich schiebt jeder seinen Favoriten nach vorn. Die Broiler aus dem Neptun haben kein Zeichen, die von Globus sind gekennzeichnet. Kein Zeichen. 1:0 fürs Neptun, Viktor Jog mit seiner Begründung. Es ist, also das hier war ein bisschen zu trocken und... Es hat einfach besser geschmeckt. Dela Kizikyol. Oh, ist auch kein Zeichen zu sehen. Ja, das Hähnchen hat viel intensiver geschmeckt und sah auch optisch besser aus. 2:0 fürs Neptun, jetzt kommt der Rostocker. Oh, ich habe hier ein Panzertape drunter. Punkt für Globus. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Hähnchen sah zwar mickriger aus und war nicht so schön anzusehen, wie das Hähnchen hier vom Neptun, aber es hat viel aromatischer, gewürzter geschmeckt und ich fand es viel besser. Entscheidung oder Ausgleich? Oh! Peter Kadiru. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Das war das Kleinere, glaube ich. Es war ein bisschen kleiner. Es sah nicht so ansprechend aus wie das aus dem Neptun, aber ich fand den Geschmack irgendwie besser. Und es war, ich fand es irgendwie auch saftiger. 2:2, ne? Trainer Morales entscheidet. Ich muss erst mal gucken. Ich war natürlich ein bisschen voreingenommen, muss man sagen, weil ich natürlich, ich weiß nicht, wie oft ich im Neptun Hotel schon Hähnchen essen war oder Broiler essen war. Ich muss aber zugeben, dass das Globus Hähnchen auch wirklich sehr, sehr, sehr gut war. Nichtsdestotrotz ist für mich das Hotel Neptun Hähnchen unschlagbar. Es ist einfach so lecker, dass die Urteilsverkündung von Felix Langberg ein bisschen dauert. Ja, also das Neptun-Hähnchen hat ganz knapp gewonnen mit 3:2 Stimmen. Ich persönlich fand das Globus-Hähnchen deutlich aromatischer, obwohl es optisch nicht so schön war, aber... 3:2 Neptun, fertig. Okay. Ja. Trainer sagt 3:2 Neptun, dann habe ich nichts weiter zu sagen. Sieger des Broilerkampfs in Rostock, das Neptun-Hotel. Aber es bleibt eine Frage der Religion.